Tag auch hier zu einer neuen Folge Let's Play Rome 2 Total War. Ich bin euer Sivo und habe immer noch keine Ahnung, welches Spiel ich mir nächstes Jahr vorstellen könnte, dass ich mich darauf freuen werde. Naja. Aber irgendwie hat sich... Wenn nicht eine bessere Chance, egal. Wir kämpfen gegen die Kriegsherren und die Garnisonsarmee. Was gar nicht mal so schlecht ist, weil nämlich dann Karthago weniger gut gesichert ist. Ja. Zum Angriff. Tja, wenn wir jetzt Nacht- und Nebelgefechte hätten, könnten wir in der Nacht kämpfen, hätten die keine Verstärkung bekommen. Ja. Habe ich mich letztens herausgefunden, was Nacht und Nebel, also was Nachtgefechte bringen. Da habe ich immer gedacht, obwohl Jäger, also, gerade fällt mir ein mit Nacht und Nebel. Ich hätte gedacht, dass Jäger ein bisschen besser sich verstecken können. Sie können sich zwar verstecken, aber wenn sie so in der freien Wildnis quasi sind, das ist doch schon... Können sich zwar verstecken, aber müssen schon ziemlich weit weg sein. Naja. So. Boah, die haben unfairen Hügelvorteil. Also, das ist ja aber mal richtig unfair. Hier kann man einfach zumachen. Hat man gewonnen. Jo, ach, jetzt hier vorne. Hier kommt man nach hier von, dass ich mich schon mal gefragt hatte, ob das Auswirkungen hat, wenn weniger Leute an den Ballisten dran hängen. Weil eigentlich sind ja eh immer viel zu viele Leute da. Aber wenn es weniger sind, können weniger Leute rumbasteln an den Dingern. Keine Ahnung. Sie können natürlich eine schlechtere Nachladezeit haben. Ich weiß es nicht. Die Pikinier haben ja gar nichts abbekommen. Die dafür sehr stark. Krass. Viel. Bogenschützen. Davor, die hier, ich glaube, die haben gleich weiter Reichweite. Ne, die können ein bisschen weiter schießen, oder? Ne. Achso, ist noch beides die gleichen Einheiten. Minimal können die hier weiter, aber ist auch egal. Genau, die Hopliten. Mache ich mal einfach mal so. Du kommst hier an die Flanke. Ach ja, genau, hier kommt ja noch was dazu. So. Die hier. Ich will die hier nicht zu dünn aufstellen. Könnt aber noch ein bisschen dünner sein. So. So. Dann hier die Hopliten. Ja, Kommandant. Euch hier hin. Euch hier hin. Na, euch hier. Genau, hier. Hier hin. Da kommen wir eh nicht hoch. Was wäre dann alles? Oder? Oder? Eine Gruppe. Ach, ihr seid beide eine Gruppe. Oh, nee, du bist noch eine extra Gruppe. Ihr könnt noch nicht schießen, ne? Nee. Ihr rückt sogar vor. Das ist schön. Dann warte ich. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Nein, eines leichten Sieges nicht beiseite. Macht
euch bereit! Ich habe schon drei Tage tote Feldhoffnungen gesehen, die mehr drauf hatten als ihr. Drei Tage tote was? Feldhoffnungen? Ich hab's nicht so ganz kapiert, was der gesagt hat. Oh, da ist wieder der Radius. Das hat noch welche erwischt. Ist da die Garnisonsarmee schon untergemischt? Da will ich ganz kurz mal dann. Wenn er so freundlich ist. Es geht. Ja, genau. Mitten in die Lücke rein. Ich habe echt ein Talent dafür, die Lücken zu treffen. Das war nochmal ein Treffer. Wir sind unter Heavy Fire. Und ich kann kein Englisch mehr. Oh, bin ich in die See? Oh, ey. Eigentlich müssen die Explosionsgeschosse total OP sein. Weil es ist ja wirklich wahr, also so ziemlich OP. Also ich meine, hallo, ganze Zeit explodiert, weil vor allem bei so einer Feuerrate, ne? Ganze Zeit explodiert was um dich herum. Deine Kameraden sterben alle. Ich müsste sowas von dermaßen demoralisieren sein. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ich will nochmal schießen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Schon. Oh, da fällt mir ein. Hier sollte ich vielleicht mal nach vorne rücken. Das war natürlich ziemlich dämlich, weil der mit Steinschleudern kommt. So. Wer die Formation verlässt, wird bestraft. So. 4. Bitte vorrücken nach da. 5. Kommt da ein. 2 kann aufgelöst werden, 3 kann aufgelöst werden. 1 kann schneller schießen. Und auch. So. Und dann muss ich mal ganz kurz ein Päuschen einlegen. So, bis gleich. Tag auch und hier willkommen zum Weiter geht's und so weiter und so fort. Da bin ich wieder. So. Sammeln. Dahinter sammeln. Hier sammeln. Zack, zack, zack. Hier sammeln. So, kann ich nicht angehen. Los. Mach sie fertig. Du kannst wieder eigentlich auch auf normale fallen. Und eigentlich alle. So.
Okay. Ja. Natürlich. Jetzt ist die KI im Nachteil und hat sie gesagt, verschanze ich mich halt eben oben auf dem Berg. Ja. Tja. Gut, um den Hügelvorteil maximal zu nehmen, nehmen wir den Umweg. Ha. So, ihr könnt mal die Phalanx wegmachen. Und ihr dürft alle rennen. Rennen. Ihr dürft auch rennen. Ehrlich, ernsthaft. Ihr müsst nicht schleichen. Okay. Anscheinend passt sich jetzt endlich die Kavallerie wirklich immer an. Und nicht sobald man einmal auf das Rennding gedrückt hat, dass sie dann auf einmal sagt, nö, ich passe mich jetzt nie wieder denen an. Oha. Ich wollte gerade so sagen, schießt da schon einer? Neuer Aufschwung. Oha. Es ist eine sehr, sehr breite Front. Mit sehr, sehr schlechten Einheiten. Aber trotzdem ist es eine breite Front. Keine Ahnung. Einmal an den ganzen Speeren entlang. Da hier durch die Speer rein durch. Hey, nicht weglaufen. Da werden sie wieder sichtbar. Sie haben die Untoten auf ihrer Seite. Sie haben bei Herr der Ringe geklaut. Tja. Genau, wir werden uns nämlich hier so positionieren, dass wir hier so stehen. So machen wir hin, ne? Nämlich hier ins Dachzeit. So, und dann werden wir hier über den Hügel hier so wuppen und dann hier lang. Die werden sich noch mehr ausrichten, dass es so steht. Dann wäre einmal hier so fum pum und dann sind wir hier oben auf dem Hügel. Die Kavallerie wird nach hier gehen, der Rest wird nach hier gehen, weil hier ist eh nur das hier. Also wenn wir die hier überrennt haben, dann werden wir hier so mitten rein und dann ausspalten oder sowas. Die KI ist zu dämlich, um da irgendwelche Gegenmanöver zu machen. Eigentlich könnten wir auch mal wieder Brandpfeile reinmachen. So, aber ein paar Brandpfeile drin. Komm, macht hinne. Ihr dürft doch wirklich jetzt laufen. Ihr seid nicht mehr in der Gruppe. Sehr schön. Ich erwarte eure Befehle. Befehl verstanden. Wir werden uns noch ein bisschen weiter aufstellen. Schnelles Marschieren! Pikeniere! Pikeniere! So, ist super. Schnell! Bereit zum Einsatz! Und so ist auch super. Schnell! Pieken! Verstanden! Sehr schön. Zu Befehl! So. Doppelte Geschwindigkeit! Pikeniere! Befehle! Alle Pikeniere. Phalanxen. Stehen sehr schön, stehen die hier. Da gehen die Anführer nach hinten. Oh, er hält auch sehr schön seinen Speer.
Hat er davon eine Spitze drauf? Ja, hat er. Ja, der hat so eine Spitze drauf. Da kann man sogar mit kämpfen. Der hier auch. Haben die alle so eine Spitze vorne drauf? Oh ja. Wahrhaftig. Naja, gut. Ihr seid eine Gruppe. Ihr seid eine Gruppe. Wie will ich es machen? Mit den Hopliten will ich hier an den Rand gehen. An den Rand des Wahnsinns. Und mit euch. Ah! Blöds Drag and Drop. Werde ich dahin gehen. Dann werden die hier rum. Damit werde ich hier bam durch und mit denen werde ich irgendwie hier so ausrum oder so. Irgendwas so in die Richtung. Ich werde mir schon was Schönes einfallen lassen. So. So, hier gehen hier rum. Hier sind das Steinschleuderer. Ja. Stammeskrieger. Speerträger. Stammeskrieger sind auch, genau, Speerwerfer. Stammeskrieger. Stammesteinschleuderer. Genau, da ist die Steinschleuderer. Steinschleuderer. Immer an die Ecken gestellt. Durch Angreifen! Eigentlich brauchen wir keine Raute. So, einfach Ränder. Das einzige Nachteil ist bei so einer KI, die kann man nicht überfordern. Wenn man ganz viel gleichzeitig macht, weil es halt einfach eine KI ist, die ganz alles gleichzeitig machen kann. So von wegen so ganz viele Sachen von allen Seiten gleichzeitig angreifen und dadurch, dass er dann irgendwo was verpasst, ist recht schwer mit so einer, mit der KI. Komm, mach die Steinschleuder, mach sie platt. Raus da. Ja, das sollte reichen. Ja. Sehr schön. Genau da hinten hin. Unser General wird angegriffen. Weg da. Hopliten bereit! Pikeniere! Angreifen! Hopliten! Juhu! Da reicht ja einfache Anwesenheit meiner Leute. Sehr schön, oder habt ihr aber? Ist ja cool. Ist das neu wegen dem Formationsangriff oder so? Keine Ahnung, warum es ist, aber ich find's gut. Männer wanken. So. Auf die Kämpfe rein!
Ach, weiter. Sehr schön. Ihr macht mal hier. Und ihr hört mal. Ihr schießt alle so. Du gehst dahin. So. Und jetzt, Jungs. Laufen sich natürlich selbst in die Parade. Doof. Egal. Los. Obwohl, ihr könnt ja mal hier den General an euch holen. Es wäre nicht schlecht, wenn der auch fällt. Wo ist er schon gefallen? Unser General wird an. Eine unserer Einheiten hat eine unseres nähert sich feindliche Unterstützung. Ist nicht gefallen. Das wäre super, wenn ihr den auch noch platt kriegt. Jetzt, der ich seid für den Angriff, mache ich es für euch. Angriff! Los, rein da. Sehr schön. So macht man das. Wo ist denn der General? War doch die Generalseinheit. Genau. Große Schildkrieger. Muss neuer Chef. Der feindliche General ist. Da irgendwo. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, mach mal hin. Jetzt noch ein paar Leute mit aufwischt. Haben hier auch noch ein Upgrade bekommen, hat sich das echt gelohnt. Guck mal, jetzt sind die schon Silber. Ne? Jeder Kill ist ein guter Kill. Komm, du darfst auch bis da hinten hin vorrücken. Oh. Gut. Krieg beenden. Oh. Legatus Legionis. Was auch immer das ist. Keine Ahnung. Sehr schön. Zwei Mann haben die getötet. Wow. Ja, die haben am meisten getötet, weil die hier immer in den Fernkämpfer reingeschossen. Oh, die sind komplett tot. Schade. Ja, egal. Machst du nix? Müssen wir hier gleich mal zusammen merchen. Keine Ahnung, ob wir auch unbedingt Dinge hier ist. Da irgendwas mit M. Steuerung M machen einfach dann, ne? Zusammenwursteln. Vereinigen. Ah, Mist, haben wir nicht. Na genau. Das können wir nicht tun. Doch. Kommandant. Zack. Ansonsten geht's denen noch gut genug. Bereit zum Kampf. Ach, so 70% ist mir jetzt scheißegal, ich kann Bock zu kämpfen. Sehr schön. Und dann wäre er auch tot. Und Karthago ohne Garnison. Ich fürchte, das können wir nicht. Ich fürchte, das müsst ihr aber. Kommandant. Mit Speeren. Nahkampfeinheiten. Schuss pro Minute für Belagerungswaffen. Munition für Belagerungswaffen wäre cool. Machen wir das hier mal. Machen wir das hier. Und dann. Schildkröte. Leichter Belagerungsturm. Belagerungsangriff. Nein! Nein! Oh, ich bin so dämlich.
diese wirklich aufregende Schlacht. Das ist blöd, wenn man die Knöpfe wechselt. Warten. Starten. Pikinieren werde ich garantiert nicht die Stadt angreifen. Jedenfalls nicht die Stadtmauer. Ich muss mal gucken, vielleicht nehme ich überhaupt nur zwei Dinger. Ihr werdet dann den Turm hier platt machen. Und dann mal gucken. Sehr schön. Der ganze Rest. Du darfst das schon mal fallen lassen. Das Rest kommt hier hinten dran. Die Fernkämpfer kommen hier vorne hin. Die Kavallerie brummt eh nicht. Starten. Sehr schön. Oha. Sehr schön, der sich löchert. Super. Hab ich dich getroffen? Oder warum ist die Kamera so? Nein! Der heilige Turm wurde zerstört. Ha, das Blumenbeet, es hat keine Chance. So, jetzt nimmt er aber explodierende Geschosse. Du schießt da drauf. Obwohl, nee. Ihr nehmt Standardgeschosse und schießt die Mauer ein. Höhö. Das ist das Schildkrötenprinzip. Einfach Einheiten besiegen, indem wir ihre Mauer kaputt machen. Oh, die sind so nett und stellen sie auch noch dahin, wo wir hin schießen. Sehr entgegenkommend. Die Mauern sind durchbrochen. Wir erwarten eure Befehle. Explodierende Geschosse da drauf. Oh, da sind noch Speerträger. So. Explodierende Geschosse, genau. Mutig. Aber sinnlos. Nee, ich würde gerne dahin hinschießen, wenn es recht wäre. Ah, sehr schön. Super. Sehr schön. Wartet. Standardgeschosse. Da auf die Mauer. Jetzt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht.
Nein. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Feuert auf den Feind! Na, nimm doch halt diese blöden Dinger. Befehle Verstand zu Befehl. Ah, hier brauchen wir nur eins. Schreibt ihre Positionen an! Aufliegen! Aufliegen wäre! Sehr schön. Super. Damit hätten wir auch gleich alle Einheiten. So. Diese wunderbar, mega spannende Schlacht. Nee. Warum hat der denn so viele Leute getötet? Wann hat der denn Leute getötet? Ach, wahrscheinlich sind die in die Phalanx reingelaufen. Das ist natürlich selten dämlich. Tja, nee. Zwei Mann verloren. Oh. Ja, ne? Aber jetzt kann man nicht meckern, ne? So eine tolle große Stadt und nicht mehr erobert. Voll langweiliges Autogefecht, ne? Habe ich heldenhaft selber erobert. Ein wunderbares Ende für die Folge. Ja, ist es. So. So. Tempel, ach, nicht ein Tempel, so ein Dingsbums, ein Dingsbums, das hier, genau, das andere Ding ist unnötig. So. Sehr schön, unsere ersten kleinen Schrittchen in Afrika. Und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Tag auch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Rome 2 Total War mit eurem Sivo und Epirus und jetzt auch mit Karthago, also der Stadt. Und bis dahin bleibt mir nur noch eins zu sagen und das wäre Tschüssi, also dann Tschüssi.